Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19XXL Farm. So. Wir werden jetzt unsere Lager verkaufen. Also das heißt, alles was wir im Lager haben, werden wir jetzt verkaufen, fahren und dann werden wir das Lager wechseln. In der Zwischenzeit kann nämlich unser guter Helfer dann mal ein bisschen das Feld weiter tiefenlockern, weil das dauert wirklich ewig. Und so bekommen wir noch mal ein bisschen Geld rein durch den Verkauf. Fünfzehn Kubik Weizen. Soll er mal laden. Ich muss erstmal kurz mein Lenkrad anstecken. So. Genau, das wird so ganz kurz. So. So, da sind wir jetzt daheim, genau. So, dann schauen wir mal, wo wir für den Weizen am meisten Geld bekommen. Am Restaurant. Dann fahren wir halt mal schnell zum Restaurant. Am besten ohne anfahren. So. Ja, kann schön in der Zwischenzeit unser lieber guter Helfer da mal das Feld fertig grubbern, pflügen, tiefen lockern, suchst du dich aus. Da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir endlich mit der Aussaat beginnen können. Zum Restaurant. Wow. So, oh, das war zu eng, glaube ich. Ne, es ging noch. Ja, 15 Kubik Weizen, das ist nicht die Welt. Also, weil sie die Lager lernen. Aber gab es trotzdem 17.000, das ist natürlich sehr gut für uns. So. So, dann fahren wir am besten. Gleich mal gucken, wenn wir wieder am Lager sind, was wir denn am besten nochmal wegfahren. So. Ja klar, wollen wir hier mit 80 über so einen Feldweg prügeln. So.
Ich bin auch echt wirklich am Überlegen, nochmal so einen Traktor zu mieten. Und einen Tiefenlockerer, um dass es einfach ein bisschen schneller geht hier. Schauen wir mal. Ja, den Hafer soll man ganz schnell loswerden. Und am Restaurant natürlich auch noch die Gerste. Ja gut, dann machen wir zuerst die Gerste. Die zwei Fuhren. So, dann fahren wir halt nochmal zum Restaurant. Einfach mal auf ganz entspannt. Na, der wird jetzt schieben. Ja, das Restaurant wird gerade gut beliefert von uns. So. Ich hoffe, sie zahlen auch gut. So, ah, 74.000, das schmeckt. So. Haben wir wieder 180.000 auf dem Konto. Also uns könnte es schlechter gehen, bin ich jetzt mal der Meinung. Und da müssen wir noch irgendwann ansehen. Uiuiui. So viel zu tun. Das ist unglaublich. Wir haben dann gekalkt, wir haben gepflügt.
Ja, hier ist noch Kalk drin, den laden wir dann einfach in den Auflieger rein, wenn es geht. So, jetzt nochmal zum Restaurant fahren. Wir brauchen eben das Geld. Mal gucken, vielleicht fällt 34 noch dazu nehmen. Aber auf jeden Fall müsste ich dann hier jetzt erstmal hingehen. Und noch das Düngemittellager bauen lassen. Ist ja auch schon angefragt worden von bei der Stadt. Baugenehmigung habe ich. Und dieser Ballenverkaufspunkt, der kommt auch weg. Der rentiert sich gar nicht. Das war auch so eine Fehlinvestition. Bin mal gespannt, was jetzt hier das Restaurant mit diesen 77 Kubik Gerste anfangen möchte. Oh, sehr schön, wieder über 200.000, Freunde. Über 200.000 auf der Habenseite, das ist natürlich bombastisch. Das schmeckt richtig gut. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich selber auch zum Agro-Großhandel hochfahre. Oder ob ich das mit dem Zug mache, aber ich glaube, mit dem LKW bin ich ein bisschen schneller, weil ich ja eh gerade an der BGA hinten bin. Ja. So wird es, glaube ich, auch. Ich fahre, glaube ich, selber hoch schnell mit dem LKW. Ja, doch, doch, ich fahre selber hoch. Der ist ja gerade erstmal hier, also der hat noch ein paar Minuten, der gute Helfer. Und da muss man ja noch das komplette Feld ansehen, also pff. Also ich glaube, um einen zweiten Traktor werde ich nicht drum rumkommen. So. Und das geht jetzt zum Agro-Großhandel. Yep. Genau. Das geht zum Agro-Großhandel. Boah. Da fahren wir gerade über die BGA. Da fahren wir jetzt gerade hier über die BGA hoch, dann oben rechts und dann passt das. Irgendwann, Freunde, werde ich mir die hier auch kaufen. Und dann werden wir ganz, ganz dicke ins Häckselgeschäft einsteigen. So, das sind nochmal 17.000.
Müssen dann nochmal so circa 30.000, wo wir hier bekommen durch den Hafer. So roundabout geschätzt. Hat überlegt, weil der Anhänger wäre voll. Kommt der ja gar nicht mehr hoch. So, jetzt haben wir den Berg geschafft. So, jetzt fahren wir hier hinter. Dann sind wir auch schon gleich beim Agro-Großhandel. So. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.